Ausgeflattert? Werden wir unsere prächtigen Schmetterlinge bald wie Pokémons nur noch digital bewundern? Die Schmetterlingsvolkszählung durch die mobile App der Stiftung Blühendes Österreich und der Umweltschutzorganisation Global 2000 ist noch voll im Gange. Der Welterschöpfungstag ist ein guter Anlass, Zwischenbilanz zu ziehen. Die Gefährdungslage zeigt sich sehr deutlich. Es gibt zwei Kerngefährdungspotenziale. Das eine sind die Flächenverbauung und der Umgang mit den Ressourcen. Und der andere ist natürlich das Ausbringen von Pestiziden in der Landwirtschaft. Der Schmetterling steht für diese sorglose und von kurzfristigen Profiten orientierte Umgang mit unseren Ressourcen. Die Gefährdungslage des Schmetterlings ist viel größer, als wir das zunächst erwartet haben. Während die Honigbiene im Gegensatz zum Schmetterling eine Lobby hat, hat eben der Schmetterling keine. Dank der Schmetterlings-App konnten österreichweit in 2 Monaten über 2000 teils seltene Exemplare fotografiert werden. Die Schmetterlings-Hitparade wird von Distelfalter, Admiral, großes Ochsenauge und Tagpfauenauge angeführt. Das Feedback der App-Nutzer ist ausgesprochen positiv. Man sieht jetzt schon, dass es eine sehr schöne Komponente gibt, dass sich die Leute untereinander helfen. Also wir haben das so konzipiert, wenn jemand seinen Schmetterling nicht bestimmen kann oder weil er Probleme hat und Hilfe braucht, dann springen wirklich die anderen Nutzer der App ein, kommentieren, geben Tipps. Und zweitens, das haben uns auch schon die wissenschaftlichen Experten bestätigt, dass auch naturschutzfachlich interessante Meldungen reinkommen, wo man auch wirklich nachweisen können, verschiedenste Sichtungen, die es vielleicht schon Monate oder Jahre nicht mehr gegeben hat. Die Schmetterlingszählung wird einige böse Überraschungen liefern und macht die Brisanz der Situation deutlich. Bei den Tagfaltern ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Arten oder fast 2/3 der Arten, das ist also nicht nur in Österreich so, sondern auch in anderen mitteleuropäischen Ländern, auf der roten Liste stehen. Das heißt, in irgendeiner Weise gefährdet sind oder auch schon vom Aussterben bedroht sind. 5 Arten von den Tagfaltern sind in Österreich schon ausgestorben. Der Welterschöpfungstag, der Tag, an dem die jährlich nachwachsenden Ressourcen verbraucht sind, ist heuer so früh wie noch nie. Mit der Verschwendung der Ressourcen zerstören wir auch den Lebensraum der Schmetterlinge. Das Wichtigste wäre wahrscheinlich, dass man nicht jede Woche mäht, zumindest nicht den ganzen Garten, sondern einfach probiert, ob man nicht eine kleine Ecke mehr oder weniger verwildern lässt. Ein erster Schritt ist die Schmetterlingszählung. Die Schmetterlings-App gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten im Bereich Naturschutz und Biodiversität in Österreich. Noch im Herbst werden Höttinger und sein Team die Ergebnisse wissenschaftlich auswerten. Bis dahin zählt jedes Foto. Die Pokémons werden von unseren Handys wohl bald verschwinden. Die Schmetterlinge fliegen noch bis in den Oktober hinein und hoffentlich noch viele weitere Jahre.